Von Scheidung sprechen sie noch nicht, aber Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas gehen nun ganz offiziell getrennte Wege. Was in Hollywood lange gemunkelt wurde, ist jetzt Tatsache. Das People Magazine widmete dem Ende des Traumpaares sogar seine Titelgeschichte. 2013 scheint kein gutes Jahr für die Liebe zu sein. Den traurigen Auftakt der Trennungen machten Sylvie und Raphael van der Vaart in der Silvesternacht. Britney Spears und Jason Trevick lösten im Januar ihre Verlobung nach 3 Jahren Beziehung. Im April folgten die Pochers. Und auch die Ehe von Jenny Elvers Elbertshagen zerbrach. Diese beiden versuchten es immer wieder miteinander, doch die Beziehung von Chris Brown und Rihanna war im Mai endgültig vorüber. Und im Juli sagte George Clooney Stacy Keibler Goodbye. Und gerade wurde auch noch das Eheaus von Clint und Dina Eastwood bekannt gegeben. Nach 17 Jahren ist auch diese Liebe erloschen.